2017 erarbeiten wir, die Klasse 8a und 8b, das Förderschulzentrum erneut eine Konzeption für unsere weitere Arbeit an den Hügelgräbern. Für das Schuljahr 2017 und 18 planten wir nun die Pflegemaßnahmen im Umfeld unserer Hinweisschilder, die Reparatur beschädigter Schilder, die Erarbeitung des Inhaltes für eine zweite Hinweistafel und die Ausstellung der zweiten Informationstafel. Mein Name ist Wolfgang Ender. Ich habe mal Archäologie studiert, arbeite jetzt als Archäologe am Landesamt für Archäologie in Dresden und bin zuständig, hier die archäologischen Denkmäler in der Region zu betreuen, aufzupassen, dass sie möglichst nicht zerstört werden, auch bei Baumaßnahmen eventuell vorher Ausgrabungen durchzuführen. Wer entdeckt hier die Hügelgräber? Das ist eine schwierige Geschichte, weil wir können nicht einfach so sagen, der Hans Meyer hat die entdeckt. Denn die sind ja sichtbar und die waren eigentlich immer sichtbar. Das heißt, schon auf alten Landkarten von vor über 100 Jahren sind die eingezeichnet als Hügelgräber. Das wussten die Menschen damals. Und dann gab es vor mehr als 100 Jahren ein großes Interesse an solchen alten vorgeschichtlichen Denkmälern. Und auch in Torgau gab es einen historischen Verein, einen Verein für Altertumskunde. Und die haben sich für diese Hügel interessiert, haben sie erforscht, teilweise auch angegraben, das sieht man ja noch, so manche Spuren, und Funde davon ins Museum in Torgau geschafft. Nur leider sind die meisten dann am Kriegsende verloren gegangen. Warum gaben Sie genau uns das Projekt? Naja, ihr wolltet ein Projekt machen, ihr habt eins gesucht und ich fand, dass diese Hügelgräber ein bisschen vergessen waren in der Region. Viele Leute wussten gar nicht, dass es sie hier gibt, obwohl sie am Sonntagnachmittag hier spazieren gegangen sind. Ihr seid sehr praktisch orientiert, könnt was basteln und bauen. Und da hat sich's doch angeboten, dass ihr euch mit den Gräbern beschäftigt, euch informiert, was das bedeutet und dann das Ganze mit euren schönen Schildern für die Menschen hier in der Gegend zugänglich zu machen. Wir arbeiten unter dem Zeichen vom Pegasus. Was heißt das genau? Na, Pegasus ist ein altes mythologisches Zeichen der Griechen. Ein Mischwesen aus Pferd und Flügeln. Also auch ein Wesen, das zwischen Erde und Himmel hin und her wandert, zwischen den Menschen und den Göttern, die man damals ja im Himmel vermutet hat, an die geglaubt hat. Und dabei soll er auch mal Hufabdrücke hinterlassen haben, aus denen Quellen entsprungen sind. Und eine dieser Quellen wird als Quelle der Weisheit bezeichnet. Deshalb ist Pegasus ein Zeichen für Dichter und Denker. Und ihr sollt ja mit eurem Projekt hier auch denken und mit eurem Geist in die Höhe fliegen. Und deshalb ist das Zeichen Pegasus dafür gedacht. Wie viele Hügelgräber gibt es denn hier? Das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil ihr seht ja, hier stehen wir auf einem sehr hohen Hügel, der ist klar zu sehen. Manche sind aber schon ziemlich flach, die kann man nicht so deutlich sehen, da kann man sich dann streiten, ist das noch eins oder nicht mehr. Aber so zwischen 50 und 60 dürften es schon sein, die sich hier auf einer ganz großen Fläche im Wald verteilen. Warum sind die Gräber unterschiedlich groß und hoch? Ja, da müssten wir jetzt am besten die Menschen der Bronzezeit fragen. Ne? Ich glaube nicht, dass das nur ist, weil sie manchmal vielleicht faul waren oder es war Samstagnachmittag, sie wollten schnell aufhören mit dem Schippen. Das glaube ich nicht, sondern wahrscheinlich hängt das damit zusammen, ob die dort begraben wurden, sehr einflussreich, mächtig waren, von den anderen anerkannt wurden, ja, sodass sie nämlich die anderen dazu bringen konnten, möglichst viele andere einen großen Hügel für sie aufzuschütten. Das ist so ein bisschen wie heute, ne? Manche wollen unbedingt einen großen Grabstein haben. Wie soll ich mir ein inneres Hügelgrab vorstellen? Da ist eine, wie eine Kammer, also dort werden dann wird das eigentliche Grab aufgebaut, die verbrannten Knochen in der Urne, die Urne aufgestellt und um die Urne herum eine ganze Menge an Gefäßen, die man für bestimmte Handlungen dann braucht oder brauchte. Also, wir haben uns heute versammelt, um den bronzezeitlichen Toten, die in dem Grabhügel sind, zu gedenken. Mit einem Trankopfer an die bronzezeitlichen Götter. Dazu mischen wir zuerst Wasser und unseren roten Sirupwein, verrühren das schön
Denn die Alten in der Bronzezeit und die Griechen, die haben den Wein nie unvermischt benutzt und getrunken. Jetzt werden wir ein bisschen herausschöpfen und in unsere Spendeschale gießen und mit Gerassel von den Seelenvögeln links und rechts, die die Geräuschkulisse machen, genau spenden wir den Wein an die Götter und dieser heilige Trank soll in den Boden sinken zu den Verstorbenen, die dort begraben sind. Einen der Behälter, in dem das Getränk, der Wein wahrscheinlich, gemischt wurde mit Wasser, dann die Schöpfgefäße, entweder so ein Krug mit Henkel oder eine kleine Tasse, mit denen wurde das dann herausgeschöpft, in die flache Schale gegossen und man sieht deutlich, dass diese Schale einen Knubbel hat, wo sie unten am Boden eine Delle besitzt, damit man sie gut fassen kann, um, so wie das auf dem Grabhügel dargestellt wurde, dieses Trankopfer zu vollbringen. Ich bin der zuständige Revierförster im Stadtwald Thurgau und Umgebung und betreue diese Wälder hier als Förster. Wurden Sie schon einmal wegen unseren Schildern hier angesprochen? Also angesprochen wurde ich von einigen Seiten. Viele waren wirklich interessiert und waren begeistert von der Aktion. Ich habe auch schon einige Erklärungen dazu auch in der Zeitung abgegeben. Und also viele finden das toll. Wie verändern Ihre vorhandenen Hügelgräber in Ihrem Revier Ihr Forstarbeiten? Also wir müssen deutlich mehr Rücksicht nehmen in den Bereichen, wo die Hügelgräber vorkommen. Wir versuchen, die wirtschaftlichen Tätigkeiten auf den Hügelgräbern komplett einzustellen und die Technik auch rundherum zu leiten. Was habt ihr die Jahre schon gemacht? Na, ich habe bis jetzt die Schilder sauber gemacht, na, Laub weggemacht, Unkraut gezogen, Schilder neu reingemacht und ja. Wir tun die Schilder immer neu anmalen, also den Schriftzug. Die Schilder putzen, heißt säubern mit einer Bürste. Und die Schilder pflegen. Wir haben Gefäße geformt, also getopfert. Wir haben kleine Teppiche gewebt und Röcke gewebt, geknöpft. Bei dem Hügelgräberprojekt waren wir, haben wir 2015 die Schilder im Werkenunterricht gebaut. Und im Sommer 2016 haben wir die hier überall im Wald sozusagen eingebaut. Und dann haben wir im Jahr 2016 den sächsischen Kinder irgendeinen Preis gekriegt von Hügelgräbern, Pegasus-Projekt. Wir haben den Stamm mit einer Schleife abgeschliffen. Dann haben wir mit der Feinsäge das Schild ausgeschnitten. Dann haben wir mit so einem Kolben, also einem Heißkolben, haben wir das mit den Buchstaben reingebrannt. Dann haben wir den Pfeil ausgeschnitten mit der Feinsäge. Und das auch, den Hügel haben wir auch dann. Dann haben wir das alles angemalt und ja. Bis jetzt haben wir Schilder sauber gemacht. Wir waren auf Messen, haben Urkunden gekriegt, haben auch die Schilder sauber gemacht, Reparatur gemacht. Und ja, und wir drehen auch jetzt einen Film über die Hügelgräber. Ich habe schon ein Schild mitgebaut für die Hügelgräber. Wir waren auch schon in Leipzig auf einer Messe. Dafür haben wir eine Art Auszeichnung. Auszeichnung gekriegt. Wie heißt das? Urkunden, Auszeichnung. Nee. Taschengeld. Oh, das war's. Modelle haben wir auch dafür gebaut. Aus Stein. Die haben wir dann zurechtgesägt und angemalt, damit die. Und innen drinnen haben wir auch so eine Art Kerbe reingemacht, dass das so aussieht wie innen drin, wie so eine Kugel. Und dann haben wir einmal aus Stein und aus Naturmaterialien. Ja, da haben wir auch
Preise bekommen, viele. Bin 13 Jahre alt, bin schon seit 4 Jahren beim Hügelgräberprojekt dabei und mir hat halt auch am besten gefallen, dass wir die Hügelgräber-Schilder selber gebaut haben. Hallo, ich bin Janik Friese und mir hat am Projekt sehr gut gefallen, dass wir draußen waren, viel unternommen haben und einen schönen Tag hatten. Ich bin Maureen Salemski, bin 14 Jahre, gehe auf die Förderschule in Torgau, gehe in die 8B und ich bin froh, Anja kennengelernt zu haben. Ich bin Anja Schulze, gehe auf die Förderschule Torgau, bin 13 Jahre alt, ich gehe in die 8A und bin sehr froh, Maureen kennengelernt zu haben. Hallo, mein Name ist Philipp Pötsch, ich bin der Kameramann, das daneben ist der Florian Enke, ich bin der Tonmann. Und hinter der Kamera steht gerade derzeit der Maximilian Petzold. Hallo. Und unser Helfer Paolo Klepke, der macht gerade den Ton für uns. Hallo. Und den Rest erzählt erstmal Florian. Also, warum genau wir drei uns entschieden haben, ins Kamerateam einzusteigen? Da wir das sehr gut machen und sehr gute Erfahrungen haben in dem Bereich. Wir machen das schon seit ca. 4 Jahren. Das auch sehr aktiv und auch sehr gut. Der Rest kann ja auch dazu Philipp mal was sagen. Wir gehen öfters mal in den Wald, pflegen die Schilder, wir gehen auf Messen. Wir haben auch Urkunden übelst viele schon gekriegt für unsere Projekte. Und den Rest erzählt noch Florian weiter. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit den Hügelgräbern. Das machen wir im Geschichtsunterricht schon sehr lange, wie gesagt, schon seit ca. 4 Jahren. Das machen wir jetzt das 5. Jahr schon. Wir machen heute eine Projektwoche zu und werden dazu auch am Mittwoch viele Interviews zu abgeben. Mit den verschiedenen Schülern werden wir auch viele Fragen stellen. Peace out. Aus. Hallo, ich bin der Nico. Mir hat es am Hügelgräberprojekt hat mir sehr gefallen, dass wir draußen waren, in der frischen Luft und die Schilder gemacht haben. Ich heiße Paulo Siedrich, bin 13 Jahre alt. Hab in meinem Geburtstag. Was ich an der Hügelgräberwoche mag, dass wir nicht in der Schule sind, dass wir draußen sind, im Wald. Hallo, ich bin Patrick Schulze, bin 14 Jahre alt. Ich bin Oliver, bin 15 Jahre alt und die Hügelgräber sind scheiße. Hallo, mein Name ist Marvin. Mir hat am Hügelgräberprojekt gefallen, dass wir draußen waren, frei. Und die Schilder sauber gemacht haben. Ich bin die Annalena Kehler, bin 14 Jahre alt und mir hat am meisten gefallen, also so den Müll da wegzuräumen, die Schilder sauber zu machen bei den Hügelgräbern. Hallo, ich heiße Paolo Klepke, ich wohne in Torgau Nordwest, bin 13 Jahre alt und mir hat es an den Hügelgräberprojekt sehr gut gefallen, als wir die Schilder am Torgauer Wald aufgestellt haben. Ich bin Regie Schupa, bin 14 Jahre alt und hat mir an dem Hügelgräberprojekt gefallen, dass die in der frischen Luft waren, die Schilder sauber gemacht haben und halt sehr viel Freizeit hatten. Mein Name ist Cindy Eisley, ich bin 14 Jahre alt und unsere Klasse ist die Beste. Oh, wie heißen Sie? Jasmin Flathau. Und wie alt sind Sie? 14 Jahre alt. Und was gefällt Ihnen an dem Projekt? Die Schilder sauber machen. Das Grüne wegmachen und das, was am besten gefallen hat, die Schilder zusammenzustellen. Ich bin Nicole Schmidt, 15 Jahre alt, aus Falkenberg. Und bei dem Projekt Hügelgräber gefällt mir besonders, dass wir im Wald gehen, schon seit 4 Jahren, und uns mit dem Projekt Hügelgräber beschäftigen. Ich bin Janina Burg, bin 15 Jahre alt, mir hat am besten gefallen, die Schilder reinzumachen. Hallo, wie heißt du? Nico Bausch. Wie alt bist du? 15 Jahre alt. Was gefällt dir an das Projekt? Das Putzen von den Schildern im Wald und das Lackieren. Ich bin Anne Stüble, bin 40 Jahre alt. Mir hat es gefallen, mit den Hügelgräber reinzumachen, also die Schilder reinzumachen und das Unkraut wegzuholen, sauber machen, die Schriften nachzumachen. Ja, und das war's.